Was mich wirklich mal interessieren würde, ist, ob du an Voodoo glaubst, Peter. Nee, aber glaubst du an Product Placement? Ich Das glaube, war keine. dass das realistischer ist als Voodoo, zumindest. Ich glaube an Voodoo, klar. Ja, also ich finde das nämlich interessant, dass es manche Leute gibt, also vielleicht Christen, Moslems, Buddhisten, Juden, die sagen Wird so, ja immer schlimmer. ja, und die sagen, das ist totaler Quatsch, an Voodoo zu glauben. Das sind die ersten, die daran glauben Da sollten. stehen ja Tote wieder zum Leben auf. Und dann denke ich mir, wenn ich sowas höre, gucke ich denen ins Gesicht und denke Wisst ihr eigentlich, was ihr normalerweise predigt? hört ihr euch auch manchmal zu, wenn ihr redet? Ihr könntet uns jetzt vielleicht mal zuhören, wenn wir über einen Klassiker sprechen, ein moderner Zombie-Klassiker, passend zu den tropischen Temperaturen hier. Denn es geht sich um Zombie 2. Nein, Zombie Flesh Eaters. Nee, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Und zwar nach dem Intro. Wir sind es wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Willst du mal gehen? Moin! Saluti! Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Filmfressen-Kanal mit dem Peter. Guten Tag. Wir sprechen heute endlich über einen Film, über den wir schon lange hätten mal sprechen sollen. Wir haben ihn zumindest ab und zu mal erwähnt. Ja, das stimmt. Ne? Ist ein Film, der uns auch schon lange begleitet. Seit 1979. Seit seiner Entstehung. Nee, der ist tatsächlich älter als wir. Manche können es gar nicht glauben. Und lassen vor Schreck gerade die Bibel in ihr Müsli fallen. Und jetzt ist es so, der Film ist von Lucio Fulci, Regisseur auch genannt. Lutschi Lucci Fulci, ganz genau. Der sich gedacht hat, das war nämlich damals, kann man ja schon mal sagen, 70er, 80er war das ja sehr en vogue, wie man in Italien sagt. In Italien, Plagiate anzufertigen. ja, wenn du es so sagen möchtest, ja. Sagen wir so, Über den Teich gucken und sich inspirieren lassen. genau, erfolgreiche Filme bevorzugt aus den USA zu kopieren und auch inoffizielle zweite Teile zu erstellen. Zum Beispiel Alien 2, die Saat des Grauens, sowas zum Beispiel. Ne? Ja, und das auch im Marketing zu verwenden. Natürlich, ja, weil man möchte ja hier Ja. Kohle machen. Und Könnte man sich heute nicht vorstellen. ja, der Dawn of the Dead aus dem Jahr 1978, ne, von Regisseur George Andrew Romero oder natürlich auch von Dario Argento, gibt es ja auch eine Schnittfassung. Ach echt? Oder auch die von Oliver Krekel. Und da haben sich die Italiener, der hieß in Italien auf jeden Fall Zombie. Und dann haben sie sich gedacht, ey, lass doch mal Zombie 2 machen. Aber ohne E, ne? Zombie, nicht Zombie. Ja, und dann haben sie den hier gemacht. Allerdings könnten diese Filme, also Dawn of the Dead und Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, wenn man das auf Deutsch so sagen möchte, die könnten Gleicher nicht sein. von Form und Inhalt eigentlich gar nicht ungleicher sein. Er geht ein bisschen mehr Richtung Day of the Dead. Ja, Zumindest was ein, zwei Facetten angeht. bevor Day of the Dead überhaupt rauskam. Richtig. Also man muss auch dazu sagen, ich glaube, die Idee, das Drehbuch dazu stand schon bevor Dawn of the Dead rauskam. Wird behauptet. Ne, so heißt es, aber man weiß es halt nicht. Richtig. Ja, auf jeden Fall kam der dann kurz nachdem Dawn of the Dead rauskam, kam halt dieser Film. Im Zweifel gegen den Angeklagten. Genau. So heißt das, glaube ich. Der wirklich also vom Stil her sehr komplett unterschiedlich ist. Zu Dawn of the Dead? Ja. Ja klar, ist ein anderer Regisseur. Ja, The Dawn of the Dead ist halt sehr, ist viel rasanter, hat mehr Actionanteil. Hat vor allem Comedy auch ein bisschen drin. Comedy-Elemente, der Film hier nimmt sich sehr ernst. Ja. Und Was auch okay ist. wir können ja mal ganz kurz sagen, für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, es ist ein Journalistenpärchen, die gehen einem Mord nach Das, ja. und finden dann eine Spur nach Matul, eine fiktive Insel in den Tropen. Ein Wort, ne? Fiktiv in einem Wort, wie immer, und dann fahren die dahin, lassen sich da dorthin bringen und kommen da so Sonnengebräunt Machenschaften. an und müssen feststellen, dass da eine Seuche ausgebrochen ist. Genau, und dass da Untote mit Haien kämpfen und sowas. Wir werden auf jeden Fall auf diese Szene auch noch Das eingehen. stellen sie auf dem Weg fest. Ja, stimmt. Genau, und dann, ja, da Machenschaften Ja. von gewissen, von Dr. Herbert West. Und so. Dr. Mengele gefällt das. Ja. Auf jeden Fall. Dieser Film, ja, wir haben ihn schon sehr häufig gesehen. Wir haben auch ein paar Mal zusammengeguckt, natürlich. Wie sich das gehört? Es ist so ein Film aus der Jugend. Ja, es ist einer der wichtigsten Zombie-Filme, die es gibt, die es jemals geben wird. Es gibt vor allem, also da kann man natürlich noch sagen,
Der hat eine besondere Atmosphäre. Die wird unter anderem auch kreiert durch die spezielle Musik. Von Fabio Frizzi. Fabio Frizzi, ganz genau. Es gibt unfassbar. Auch, ja, und es gibt natürlich auch noch diese Band hier, Fulci. Das ist eine italienische Band, das ist eine Death-Metal-Band. Und die haben diesem Film ein komplettes Album gewidmet, was hier vorne steht, Tropical Sun. Ich dachte schon, ich hätte nicht erkannt, dass sie da auch Musik zugemacht haben. Und da wird auch viel aus dem Film zitiert. Also da gibt es viele Samples, wie man das, wie die Kids sagen. Ja, aber du bügelst hier ganz schön schnell über die Musik hinweg. Nein, großartig, gefällt mir. Und das habe ich ja gesagt, das trägt zu der Atmosphäre bei. Das ist tatsächlich sogar essentiell, weil ich finde nämlich, die wird vornehmlich tatsächlich durch die Musik hergestellt, weil der Theme von Frizzi, der hat noch mit irgendjemand anderen kooperiert, weiß ich gar nicht mehr, wer das ist, aber Frizzi ist ja der Name, der genannt werden muss. Weil ich sagen muss, ich glaube, das ist so mein Lieblings-Zombie-Soundtrack tatsächlich. Okay, aber nicht der Lieblings-Zombie-Film. Nee, das ist der Lieblings-Zombie-Film von Fulci. Genau. The Beyond hat nochmal so eine besondere Stellung. Ja. Eine beyondere Stellung. Ja, der hier besticht durch seine rohe Machart, muss ich mal sagen. Jo. Durch die sehr gemächliche Inszenierung. Zooms. Ganz wichtig, ich sage ja immer wieder, es sollte wieder mehr gezoomt werden. Hier gibt es auch Zooms, aber auch schön langsam. Und es gibt sehr viele prägnante Szenen, die auch Gründe dafür sind, warum der Film so erfolgreich war. Oder so gemocht wird jetzt. Vor allem so einen Kultstatus hat. Einen Kultstatus, vor allem unter Jugendlichen, damals 80er, 90er, hatte. Genau, weil da geht es um die Splatter-Szenen. Um die fiesen Splatter-Szenen, die da Gesprächsthema auf dem Schulhof waren zum Beispiel. Ja, ne? Ja. Oder halt in den entsprechenden Freundeskreisen. Don't try this at home. Ja. Unter anderem die mit dem Splitter, die du gerade schon nachgemacht hast. Eine der geilsten Augapfel-Zerstörungsszenen, die ich jemals gesehen habe. Nee, also, die. Ja, echt? Noch besser als die aus ja, gut, da, Thriller. Ja, ja, da denkt man ja auch wirklich, dass die echt ist. Aber ist sie ja quasi auch. Quasi echt. Deshalb würde ich hier tatsächlich den Bonus geben, weil sie nicht echt ist. Also das ist kein echtes Auge war. Aber insgesamt sehr prägnant, weil ja insgesamt die Make-up-Effekte hier großartig sind. Ja, gibt eine schöne in Zeitlupe, so eine Einstellung wie ein Zombie, auch da so einer Dame den Hals richtig aufbeißt. Ja, das sieht sehr schön aus. Es ist jetzt viel Splatter hier. Hm. Ne? Das Blut spritzt durch die Gegend. Wurde in Deutschland auch nicht umsonst um mehr als 7 Minuten gekürzt? Ja, kam bei der FSK gar nicht gut an. Nee. Zu der Aug-Szene, die ja wirklich auch sehr gut Werbung für diesen Film machen konnte, kommt natürlich noch eine Szene, die ich jetzt nicht sage, wo sie positioniert ist, aber Zombies in New York auf der Brooklyn Bridge. Das finde ich schon ein sehr cooles Bild. Ja, man sieht natürlich, also es sind einfach ein paar Leute halt auf der Brücke. Es ist egal, es geht ja um das Bild, das und im Kopf auch entsteht. Der Verkehr geht ganz normal weiter. Ja. Ja, ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass dann, selbst wenn die Zombie-Apokalypse ums irgendwann überrennt, ist ja nicht so, dass alles stehen bleibt. Nee, das nicht. Aber da gibt es so einen Radiospruch, der das halt eigentlich erstmal ein bisschen anders zeichnet. Ja, klar, ja. Das ist ein sehr schönes Bild, was auch häufig für Plakate benutzt wurde. Ne? Genau. Ja, und dann natürlich noch die Szene, die ist, glaube ich, auch hier drauf. Die Heißszene, genau, die ist hier drauf. Ach ja, stimmt, da ist sie. Die obligatorische, nicht die obligatorische, aber die sehr ikonische, sehr beliebte Szene, in der ein Zombie mit einem Hai kämpft. Hat Lucio Fulci gesagt, ist mir zu albern. Dreh ich nicht. Ja. Hat auch nicht gedreht. Da hat er extra eine Second Unit. Musste dafür engagiert werden. Und dann sollte da jemand in Zombie-Kostüm mit einem Tigerhai ringen. Mhm. Ich muss sagen, Tigerhaie, die sind, ich finde das immer schwierig zu sagen, ne? Haie sind aggressiv oder nicht. Ich meine, du bewegst dich da im Wohnzimmer von denen. Ne? Ja, wie würdest du reagieren, wenn da jemand auf einmal in deinem Wohnzimmer steht? Ich hole die Schrotflinte. Genau. Haie haben keine Schrotflinte dabei. Aber scharfe Zähne. Sag mal so, Tigerhaie sind noch neugieriger als weiße Haie und die gucken eher mal, was da los ist. Und reißen mal einen Arm ab. Könnte sein. Was die hier gemacht haben, also erstmal sollte jemand anderes eigentlich diese Szene spielen. Der konnte irgendwie nicht an dem Tag. Ne? Keine Ahnung, muss er Hamster zum Kastrieren bringen oder so, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall ist dann der Hai-Trainer, der Ramon Bravo,
ist eingesprungen, hat das Make-up sich angezogen und erstmal haben die den Hai gut gefüttert. Der sieht auch relativ zahm in der Szene aus. Ja, ja, der macht halt nicht viel. Ne? Der, und sie haben ihm halt, Peter gefällt das. Mir? Mit A. P-E-T-A. Ja. Gefällt das bestimmt. Also, es waren andere Zeiten, muss man dazu sagen. Ne? Haben halt mit Betäubungsmitteln den Hai so ein bisschen ruhig gestellt. Okay. Ja, so wie BA beim A-Team, ne? Wenn die fliegen mussten, haben die ein bisschen was in die Milch getan. Ja, ne? Und hier haben die dem Hai so ein Glas Milch gegeben unter Wasser und haben gesagt, so hier, komm, läuft schon. Also der Hai war so ein bisschen, war gechillt. Benebelt. Genau, war ein bisschen gechillter als sonst. Und der war Hai. Scheiße, ja. Ja, ja, okay. Okay, ja. Und dann ringt er da mit dem so ein bisschen rum und am Ende kriegt er sogar einen Arm abgerissen. Ja, sehr schön. Die Idee ist natürlich albern, aber letztlich, das ist eine Szene, die kommt nicht häufig vor in der Filmgeschichte und sie ist halt sehr prägend und sie ist sehr ikonisch, einzigartig und natürlich finde ich die gut. Ne? Also da ist ein Hai dabei, dass die jetzt ne, mit dem so umgegangen sind. Also es sieht halt auch nicht so schön aus, ne, wie der da sich auch an dem, erstmal beißt er auch ein Stück von ihm genau. ab, also natürlich nicht echt, aber und dann ringt er mit dem so ein bisschen. Ich denke auch so, boah, das arme Tier, ne? Der hängt sich da richtig ran und so, ne? Und geht dann mit dem auf Schmusekurs. Und dann denke ich mir auch so, eieieiei, ne? Also aus heutiger Sicht natürlich mehr als bedenklich. Aber hey, für das Footage, was sie bekommen haben, okay. Ja. Ist trotzdem irgendwie eine coole Szene. Ja, und vor allem, du kannst halt auch jahrhundertelang danach noch schön darüber reden. Und das machen wir natürlich auch. Und da frage ich halt, warum? Ich meine, das ist so ein Film als Jugendliche, ne, haben wir es häufig geguckt. Ist ja quasi ein Rückspiegel heute. Ja. Warum ist der Film denn immer noch so cool? Ich meine, du hast schon die Musik angesprochen und so, aber irgendwas macht der Film. Jetzt mal abgesehen von diesen, ne, es gibt die Szene mit dem Splitter, es gibt die Szene mit dem Hai. Gut, kann man auch irgendwann sagen von wegen, ja gut, haben wir halt gesehen, ne? Aber warum guckt man sich denn heute noch an? Weil er cool ist. Der lebt vor allem so ein bisschen wirklich von seiner Ernsthaftigkeit. Davon, dass er das Thema ernsthaft angeht, dass er den Voodoo in gewisser Weise halt auch ernsthaft aufgreift. Er kehrt zu den Ursprüngen zurück, genau. Der Zombie-Kultur-Thematik. Genau, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, der hat mitunter einen der geilsten Zombies ever, der es ja dann letztlich auch aufs Plakat geschafft hat. Das ich hier natürlich schon die ganze Zeit eingeblendet habe. Der auch eine sehr coole Szene hat, ne, wie er sich uns halt auch zeigt. Finde ich großartig. Also dieser Zombie, ich habe ja auch ein T-Shirt, wo der drauf ist. Ne? Das habe ich heute nicht an, weil ich das letztens bei einem anderen Video schon getragen habe. Auf T-Shirts, auf Postern ist das drauf. Ich habe mal in einer Band gespielt, da war das Plakat für die Veranstaltung, war dieses Motiv einfach. Ja. Und da stand auch We are going to eat you drauf und so. Ne? Es ist so ein ikonisches Plakat. Jeder kennt diesen Zombie. Ja. Und viele davon, ja, aus gewissen Szenen zumindest, ne? Aus der Rockszene, aus der Horrorfilmszene und so. Jeder kennt dieses Bild. Es ist ein sehr, auch, aber auch Leute, die den Film, glaube ich, noch nicht gesehen haben, die haben schon mal den Zombie gesehen. Ja. Ist ähnlich wie der eine Zombie von Dawn of the Dead, den auch irgendwie schon jeder mal gesehen hat. Ne? Oder Day of the Dead. Oder Bub von Day of the Dead zum Beispiel. Sehr prägnant in der Popkultur angekommenes Phänomen. Der hat eine coole Szene und das ist auch so eine Sache, Atmosphäre, das ist das, was diesen Film ausmacht. Genau. Und dass der halt so ruhig, lethargisch will ich gar nicht sagen, aber der, ne, er nimmt sich ernst und wirklich, die, also wie diese Untoten auch aufstehen. Ne? Sehr, sehr langsam ist das ja, ne, in Szene gesetzt und die Zooms sind langsam. Natürlich auch manchmal Quatsch, weil dieses Pärchen auf einmal dann auf dem Friedhof da rummacht. Ne? Das ist natürlich Mittel zum Zweck und auch total blöd, aber hat dann halt diese coole Szene, weil der Zombie dann kommt. Natürlich steht er langsam auf, damit die Würmer da nicht runterfallen. Wir verstehen das schon alles von den Make-up-Effekts, aber es sieht so cool aus. Und dann kriegen wir auch diesen geilen Splatter-Effekt eben. Ne? Ja. Es ist grundsätzlich, ich finde, hier stellvertretend auch wieder Bedrohlichkeit. Ja. Weil die Sache ist halt, ich habe Probleme damit heutzutage in vielen modernen Zombie-Filmen die Zombies noch als bedrohlich anzusehen. Egal wie schnell die rennen, die wirken in der Art und Weise wesentlich bedrohlicher auf mich. Finde ich auch. Also das war schon immer meine Sichtweise. Ja. Diese Berge an Zombies, die sich dann auftürmen, ja, so gut auch Train to Busan ist. Ne? Ja. Und gut, das ist auch cool anzusehen teilweise, auch hier World War Z oder so. Ne? Ja. Aber die wirkliche Bedrohung ist eher so die langsame, der schleichende Tod halt. Ja.
Genau, das war auch bei Dawn of the Dead schon, ne? Wenn die schleichen da rum durch den oder schlurfen da durch die Mall, ja, und irgendwann sind es ganz viele und irgendwann kommt man nicht mehr raus. Ja. Du guckst halt auch die ganze Zeit, beziehungsweise du siehst sie auch so von wegen. Du siehst die Bedrohung und du musst damit arbeiten, ne? Und wenn so ein Zombie auf dich zurennt, ne, du denkst nicht drüber nach. Also entweder du erstarrst und wirst abgemetzelt oder läufst weg. Weil es auch egal ist, ob es ein Zombie ist oder nicht. Ja. Weil wenn jemand anders langsam auf dich zukommt, ist Wumpe. Ein Zombie, der so aussieht, ein Untoter, das ist irgendwie bedrohlich. Ja. Ne? Jemand, der auf dich zurennt, ist immer bedrohlich. Ist vollkommen egal, wie alt, wie groß, wie klein, wie er aussieht, wie sie aussieht. Das ist vollkommen Wumpe. Ja. Und das ist das Schöne hier. Also die Make-up-Effekte, die sind so von okay. Ja, es ist, schwankt schon in der bis Qualität. Bis zu sehr geil. Ja. Und auch wie sie sich wehren. Einfach dieses ganze Szenario. Einfach dann auf dieser Insel. Es ist halt mal woanders. Es ist ja nicht in der Stadt. Das ist ja auch so ein bisschen der Ursprung, ne? Weil dann hast du so dieses, ja, nicht dörflich, aber so, ja, so dieses Abgeschiedenheit, ne? Was die Grundsituation auch wesentlich authentischer macht, weil das ja sozusagen im Stillen, im Verborgenen, in der Umgebung passiert, wo es halt nur ein paar Leute mitkriegen, ne? Wodurch es sich halt auch viel einfacher und plausibler halt auch ausbreiten kann. Ja, und deswegen ist der Film, der ist immer noch irgendwie so ein bisschen erschreckend. Mhm. Das ist das, was diesen Film ausmacht. Natürlich, hinzu kommen diese wundervollen Szenen, für die der Film berüchtigt ist, ja, zusammen mit der Musik. Und es greift da alles so schön ineinander. Der ist halt auch nicht ganz so billig runtergedreht wie manche andere, ja, Zombie-Filme. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, klar, heutzutage, so, ich mag diesen digitalen Look bei Zombie-Filmen nicht, ne? Du hast eben schon ein, zwei genannt, oder jetzt zum Beispiel Army of the Dead. Das hat auch so ein Ding, ja, weiß nicht, das packt mich nicht. Ja. Das hier packt mich. Und das darf man auch nicht zu wörtlich nehmen, ne? Weil man könnte sich jetzt schon fragen, warum steht die Frau da und schreit, anstatt wegzulaufen, ja, wartet, bis diese Figur vor ihr steht und sie dann blutig kaputt beißt. Naja, das verdeutlicht ja einfach nur den Schrecken, ne, dass man erstarrt ist, dass man das überhaupt nicht glauben kann. Ne? Hier sind Tote, stehen wieder zum Leben auf. Ne? Da bauen sie ja viele Religionen drauf auf, zum Beispiel. Ne? Und deswegen den Kreis zum Anfang zu schließen. Genau, ja. Und hier passiert das vor den Leuten. Ne? Also es ist nicht überliefert und steht einfach nur ein Buch drin. Sondern die sehen das wirklich und denken sich, Mamma mia. What the fuck? Und das ist einfach sehr erschreckend. Und deswegen ist das ein schöner Horror-Zombie-Splatter-Thriller, der immer noch funktioniert. Ja, den wir uns auch immer gerne noch anschauen. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, da ich den geschaut habe. Ich war sehr überrascht und sehr positiv überrascht von der Qualität des Bildes. Ich habe hier die Arrow. Mhm. Großartig. Gut, bei Arrow bin ich nicht überrascht, wenn es gute Bildqualität ist. Ja. Das hier sieht aber auch super aus hier. Okay. Von XT, ne? Ja, genau. Ist allerdings die deutsche und die italienische Fassung drauf, die englische leider nicht. Die ist dann bei Arrow, ne? Drauf. Korrekt, ja. Ist nur die englische drauf, meine ich. Okay. Wärmstens ans Herz gelegt. Und also bei den Italienern kann man echt viel Gutes finden, guten Stoff finden. Den Stoff, aus dem die Albträume gemacht sind. So ist es. Wie sieht es denn bei euch aus? Was ist denn euer Lieblings-Zombie-Film? Also klar, wir haben natürlich über Dawn of the Dead natürlich in einem anderen Rückspiegel schon gesprochen. Andere Zombie-Filme, die ihr auch empfehlen könnt, die wir vielleicht nicht kennen, obwohl wird schwierig. Yeah. Das wird schon schwierig. Challenge accepted. Ja. So sehr Fulci hier auch auf andere Horrorfilme anspielt, sprich, er spielt auch auf I Walked with a Zombie an, mhm, habe ich gelesen. Auf so ein paar Klassiker, auch natürlich auf Night of the Living Dead und so weiter. Aber er hat trotzdem was Eigenes geschaffen, was eben heute noch berühmt, berüchtigt und kultig ist. Und deswegen grandios, aber falls ihr da noch andere Sachen habt oder eine ganz andere Meinung zu diesem Film, bitte unten in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns über Unterstützung in Form von Daumen, in Form von Kommentaren. Kauft doch mal ein T-Shirt von uns. Wir machen jetzt Feierabend, bis demnächst. Wir sind die Fünf Fressen Peter. Und Manuel. Cheers. We are going to eat you.